Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen, dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Du gehst nicht, als des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeessen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Das liegt doch auf der Hand. Seine Entscheidung. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Bestätigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen, nur seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung. Zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Das Auge Innos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten.
sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyroka dorthin. Hier hast du das reparierte Auge. Ja, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück.